So, da sind wir wieder, Leute. Wir sind jetzt nun in Talzahlgebirge, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. In der letzten Folge waren wir jetzt etwas planlos hier im Gebirge rumgehangen. Das war sehr guter Platz. So, ich muss jetzt extra springen, damit ich den nächsten Herzteil bekomme. Und wir bekommen jetzt unseren nächsten Herzteil, glaube ich. Oder haben wir schon jetzt alle vier? Nee. Das ist jetzt unser erster Herzteil, okay. Das war ziemlich priceless. Na gut, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ich habe jetzt schon rausgefunden, wie es weitergehen soll. Wie kommen wir jetzt dann zum, Durst? Ja, komm schon, triff mich noch 10-mal. Zack. Und tschüss. Verpiss dich. So. Das war falscher Knopf. Y, ich habe mit X vertippt. Naja. Gut, dann lass uns jetzt wieder zurückgehen zum Dorf, also wo wir letztes Mal schon mal waren. Und ja, diese Äpfel, Leute, die helfen natürlich, unsere Energie wieder aufzufüllen. Natürlich gibt es auch einen Upgrade, den ich euch zeigen werde erst später. Das wird erst einmal schnell nach dem vierten Dungeon sein. Denn wir sind immer noch auf der Suche nach dem vierten Schlüssel des vierten Dungeons. Also den dritten Schlüssel des Spiels. Und die Tektites, die brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt natürlich herausfinden, wo jetzt Marinette sich befindet. Denn ich glaube... Aber ich glaube, wir gehen jetzt als erstes nochmal rauszufinden, wo wir jetzt gehen müssen. Ich glaube, wir müssen jetzt zum Muschelbasar als erstes. Damit wir diesen Weg freischalten können. Mal sehen, wo wir jetzt nun enden werden. Wo wird unser nächster Weg jetzt verschlagen? Ach ja, komm, jetzt kommt 2 gegen 1, ist unfair, komm. 3 gegen 1, geht's noch. Ja, das geht ja so richtig saugeil an. Saugeil. Wisst ihr selbst, wenn ich kämpfe gegen Leute Moblins. Na gut. Ich habe jetzt rausgefunden, wie es jetzt weitergehen soll. Muss man schon mal auffrischen, die Energie. Äpfel sind immer gut, für die Herzen aufzufüllen. Und hier ist eine Treppe. Wieso bin ich nicht damit früher drauf gekommen im letzten Part? Weil ich nicht wusste. Ja, weil ich es einfach nicht verdammt nochmal wusste. Hier ist noch ein Herzteil. Oh, ist ja logisch, da ist es ja tief. Mit dem Pegasus-Stiefel können wir das ja treten. Und wir kommen jetzt endlich in die andere Seite des Flusses. So. Und hier ist noch ein Herzteil, das werden wir noch holen. Wir kommen in Zoodorf. Das ist Zoodorf mit lauter Tierchen und Häschen. Ich weiß nicht wieso, aber die Musik ist sehr gut beim Remaster. Das muss ich schon jetzt schon mal zugeben. So. Mal sehen, was wir jetzt noch machen könnten. Vielleicht werde ich dann noch Karten... wo wir Marin finden können, aber ich glaube, da müssen wir Marin bringen. Wegen all dieser Monster komme ich nicht nach Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Ja, sicher. Mal sehen, was hier ist. Schauen wir mal kurz um, was hier abgeht. Richtig gesehen bin ich Krokodilus. Die in der nächsten Statue an der Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders konzentriert zu sein. Was geht mit dir? Hau ab. Ja, der hat überhaupt nichts mehr zu sagen, nur dieses Nilpferd. Ja, was kann man sagen? Es ist Zoodorf. Ach ja, an einem so schönen Tag will ich gerne ein Lied hören. Meinst du wieder die Ballade vom Windfisch? Nee, das hat nichts gebracht. Nichts da. Also für heute, ich glaube für heute werden wir dann nur noch ein bisschen an Zoodorf und eben Durstwüste jetzt mal durchziehen.
Die Durstwüste, ja, im Süden ist er im Weg, aber der. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du nicht an ihm vorbei. Oh Mann. Was können wir jetzt machen? Wir müssen jetzt wir können nur eins machen. Entweder wir können jetzt ein bisschen in Zoodorf nachgucken. Und wir können dann. Ich werde mal dann wahrscheinlich cutten, wo wir wahrscheinlich Marin finden müssen. Oh, da ist ein Teleport, das habe ich ja fast vergessen. Das aktivieren wir noch. Und hier ist das Walross. Eingang zur Durstwüste. In der Pent. Aber wir gehen jetzt als erstes hier hinten, denn wir haben hier ein Herzteilchen. Geronimo! Und da haben wir eins. Das ist jetzt unser zweites Herzteil im Spiel. Jetzt in dieser Zeit. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Wir werden bald das neunte Herz dann bald haben. Wenn es so weitergeht, haben wir dann bald 10 Herzen, wenn wir dann zum fünften Dungeon sind. Je mehr Herzen wir haben, desto weniger Chancen haben wir zu sterben. Das ist auch das Mindeste. So, weg mit dir. So, die Bombe auf X und die Feder auf Y stellen. So, jetzt mal in Deckung gehen. Oder zur Seite gehen, soll ich sagen. Und noch ein Herzteil, aber da kommen wir nicht durch. Oh Mann, wie kommen wir da durch? Das ist jetzt die größte Frage der Fragen. Fragen aller Fragen. Drüber springen können wir natürlich nicht. Mit Pegasus Stiefel und drüber springen. Könnte ich auch probieren, aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ein Ding der Unmöglichkeit wahrscheinlich. Oh mein Gott, muss ich jetzt in die Ecke drängen? Ja, aua. Lass mich jetzt noch 10-mal treffen. Ja, hallo. Sonst schubst du mich runter, das ist der kleine Arsch, ne? Und es ist absolut unmöglich. Ich könnte wirklich eine Bombe hier rüberwerfen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber das werde ich wahrscheinlich nächstes Mal machen, wenn ich wieder zurück zum Zoodorf komme. In den nächsten Parts, wenn ich dann, sobald ich dann den vierten oder fünften Dungeon dann durch habe. Oh meine Güte, es geht schon jetzt ziemlich schnell jetzt in letzter Zeit. Wir kommen jetzt schon zum vierten Dungeon. Es ist nicht einmal 20 Parts vergangen. Und da ist das Walross. Marin. Oh mein Gott. Muss ich jetzt die Ballade des Fisches spielen? Nee, ne? Das hat nichts gebracht. Muss ich jetzt näher ran? Nee. Ich glaube, das war der Walross braucht Marin, um es aufzuwecken und uns den Weg frei zu machen zur Wüste. Wir müssen schnell wie möglich zum nächsten Dungeon, Leute. Und das wird erst wahrscheinlich im nächsten Part soweit sein. Oder in diesem Part noch, wenn wir jetzt noch den Schlüssel erreichen. So, aktivieren wir mal den Teleporter. Wir gehen jetzt mal von der Runkersteppe zurück zum Möwendorf. Mal sehen, ob wir Marin dann hier finden werden. So. Dann lass uns jetzt schnell nach Möwendorf gehen. Ich glaube, wir wissen ja selbst, dass Marin hier bei diesem Vogel da gestanden ist. Nee, ist es doch nicht. Marin, bist du jetzt zu Hause? Ah, Taryn pennt. Was ist los? Geht's dir gut? Au, au! Erwähne ja nicht das Wort Honig. Ach, armes Opfer. Du bist ein hoffnungsloser Fall, Taryn. Na gut, Leute. Ich muss jetzt einen Cut machen. Ich weiß nicht, wo jetzt Marin sein könnte. Entweder ist sie im Strand oder irgendwo anders. Ich mache noch einen kurzen Cut, Leute. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt nachgeschaut, wo es jetzt ist. Und zwar
Sie befindet sich im Toronga-Strand nahe der Zwergenbucht, und zwar hier. Was hat man damit erwartet? Oh Link, schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich etwa ein bisschen mit mir setzen und reden? Na klar, sonst können wir nicht einmal mehr darüber zueinander näher kommen. Oh, wie schön ist das denn? Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Aus der Erde. Terence sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe, da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Als ich dich am Strand gefunden habe, Link, da war ich ganz außer mir. Ich habe dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Wer weiß. Hallo, Link, hörst du mir überhaupt zu? Wir hören dich zu. Irgendwann möchte ich mit dir darin dahin gehen, wo du herkommst, Link. Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Okay, jetzt haben wir Marin hochgehoben, die 80 Kilo schwere Frau. Oh Mann, das ist echt geil. Marin kommt mit. Das ist die Gelegenheit. Naja, wir nehmen Marin jetzt mit uns mit. Die Musik hat sich jetzt schlagartig jetzt geändert, weil sie jetzt uns begleitet zum Zoodorf. Mit Flötenmusik. Okay, kann man dich aufheben? Nee. Okay, dann sehen wir uns in einer anderen Seite. Was? Die kannst du hoch so hoch springen. LOL. Und in die Pegasus-Schuhe. Sie ist ein Übermensch. Mit drei Löcher drüber zu springen, sie ist ein Übermensch. Na gut. Wir haben es endlich geschafft. Jetzt bringen wir sie noch zum Walross und dann... Nun los. Oh, dann mal sehen, was die Karnickel sagen, wenn wir Marin mit haben. Juhu, das ist sie ja. Ja, Marin! Du hast Fans. Du hast Fans, tierliche Fans. Tierische Fans, sagt man so. Tierische Fans. So. Dann... Da ist es ja, das Walross. Sollen wir es aufwecken? Na klar, sonst kommen wir nicht mehr weiter. Was für ein Abgang. Was hat das für ein Abgang? Das ist jetzt aber jemand munter. Hä? Ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen ohne... Oh, diese Karnickel. Tja, ich... Dann gehe ich jetzt ihm nach Zoodorf. Komm doch später mal zu mir vorbei, Link. Ja, da haben wir es endlich geschafft. Jetzt geht es los zu... Durstwüste und
Ja, ihr wisst schon selbst, Marins größter Traum wäre, eine Möwe zu sein. Wenn der Windfisch geweckt ist. Ob der Wunsch wirklich erfüllt wird? Vielleicht sehen wir das am Ending, wenn wir dann ohne Tod schaffen würden. Der See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Ja. Was haben wir hier? Haben wir dort den Schlüssel hier versteckt oder unten? Da ist es nicht, natürlich. Ich glaube, da ist noch ein Treibsand. Können wir da reingehen? Ich weiß es nicht. Zack. Na gut. Oh mein Gott, jetzt kommen diese Würmerviecher, die Schnippviecher, die kämen mir auch schon auf die Nerven. Na, kommt her. Put, put. Ah, fuck. Na, komm her. Tschüss. Was haben wir hier? Also die Gegner haben wir jetzt unnötig besiegen müssen. Verdammt. Aber wir haben hier ein weiteres Herzteil. Unser drittes Herzteil schon. Yay! So, dann lass uns jetzt mal schnell wieder zurückgehen. Ich glaube, wir müssen zum Treibsand rüber. Denn hier müsste wahrscheinlich ein Boss sein, glaube ich. Wer wagt es, auf den Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Ich habe gedacht, da ist irgendwas drin im Loch, aber nee, in der Spitze noch nicht. Aber da kommt jetzt ein Wurm, den kennen wir schon von Legend of Zelda Link to the Past. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht runterflutschen. Und da passiert es schon jetzt. Oh mein Gott. Man kann es entweder mit Bomben. Das war jetzt arschknapp. So, dann gehen wir wieder mal zurück. Einmal wieder zurück und wieder auf ins Gefecht. Gegen den Wurm. Wüstenwurm. Ich glaube, der Wurm erinnert mich genau an A Link to the Past, den Wüstenwurm. Vielleicht erinnert ihr noch an diesen Wurmpalast in der Legend of Zelda A Link to the Past. Ich glaube, ich muss mal A Link to the Past einmal mal let's playen für euch. Ich weiß nicht, entweder wird es sein auf den GBA. Ich weiß, da gibt es noch A Link Between Worlds, aber das ist irgendwie die andere Story als bei A Link to the Past. Aber ich glaube, A Link to the Past wäre super, wenn ich das let's playen würde. Vielleicht werde ich das dann nach A Link's Awakening zocken, wer weiß. Ich werde wahrscheinlich auch noch meine Let's Play-Projekte auch noch weiter erweitern, denn wir wissen ja selbst, der Erweiterungspass kommt ja auch noch. Ah, da bin ich jetzt etwas zu weit gegangen. Kann ich mit Bomben treffen oder mit Pfeile? Wir können es probieren. Nee, bringt nichts. Der Kopf ist einfach die Schwachstelle. Mal sehen, ob wir den noch besiegen können. Weil es jetzt eher nur weniger schadet. Ich weiß, es schadet wenig, aber. Irgendwann muss er jetzt schon bald verrecken. Und jetzt blute! Und Sand in den Kopf gesteckt. Dann komm her! Oh Mann. So, wir haben den Wunderschlüssel erhalten. Yay! Wow, das war ganz schön knapp. Wow. Ah, fuck. Leck mich. Okay, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt endlich den Dungeon-Schlüssel. Ich habe das Gefühl, dass der vierte Dungeon nicht so schwer sein wird. Hoffentlich nicht. Als dieser Schleimboss. Der Schleimboss hat mich schon jetzt genug getriggert. Ganz ohne Scheiß jetzt. Und ja, mit Pokémon Platin habe ich jetzt sehr oft jetzt nichts mehr hochgeladen. Ich werde schon Zeit, dass ich dann auch dieses Projekt dann bald zu Ende bringe.
Huhu, der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du sollst zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Uhu. Na gut, dann lass uns jetzt schnell wieder zum Zoodorf gehen. Aber bevor wir das tun, Energiestärkung nehmen, Äpfel naschen und einen Snickers essen. Bitte vergiss nie dieses Lied. Oder mich. Na gut, dann lass uns jetzt schnell zurückgehen. So, dann lass uns jetzt schnell wieder zum Ort gehen, Ort des Geschehens gehen. So, zum die Taltalhöhen. So, dann lass uns jetzt schnell einmal die Tür öffnen zum vierten Dungeon, das Wasser-Dungeon. Mal sehen, was der uns bringt. Das Wasser geht zur Seite oder löst sich komplett auf? Ja, es löst sich komplett auf. Na gut, wir haben es endlich geschafft. Yay! Ah, endlich geht's weiter. Nach zwei, drei Parts stecken geblieben, geht es jetzt endlich wieder weiter. Obwohl wir nur jetzt ein paar Herzteile geschnappt haben. Ob ich wirklich alle Herzteile schnappen werde, keine Ahnung. Hängt davon vom Glück ab, ob ich dazu Bock habe. Aber da komme ich nicht drüber. Schieben kann ich es nicht, verdammt. Na gut, wir müssen jetzt wieder zu die Höhle, zu die Taltalhöhlen hochgehen oder zu den Turanga Berg Ranch hoch. Wo wir mal letztes Mal waren. Da konnten wir nicht einmal zum vierten Dungeon überqueren. Und da schießt ja ziemlich nice aim, kann ich nur sagen, zu diesem Viech, ne? Geile Aiming-Skills hast du, Moblin. Back. So, wir gehen jetzt mal schnell nach oben und dann, wenn wir dann den vierten Dungeon im nächsten Part, in einem Part durchmachen, also macht euch dann schon gespannt für einen sehr langen Part. Ich hoffe, dass ich dann jetzt keine so starken Komplikationen bekomme wie bei meinem damaligen Part beim Slime Dungeon. Ich glaube, der erste und zweite Dungeon war ja ziemlich einfach, aber der dritte Dungeon war schon ein bisschen unfair. Für mich. Ich will nicht den Spielentwickler blamieren, aber es war einer der schwersten Bosse, die ich jemals gespielt hatte. Ich war einfach als kleines Kind, als auch jetzt gerade einmal richtig getriggert. Aber der vierte Dungeon habe ich nie gezockt, Leute. Also es ist komplett jetzt schon... Ich glaube, der dritte und vierte Dungeon war ja natürlich... Die restlichen Dungeons im Spiel sind mir total fremd. Weil ich hatte nur bis zum zweiten Dungeon gespielt oder... Naja, bis zum ersten Dungeon nur gespielt und das war's. So, hier ist noch ein Tal... Taltalhöhen. Obwohl jetzt die Höhlenmusik und natürlich die Overworld-Musik jetzt abspielt. Ich weiß nicht, was da jetzt abgegangen ist. Was geht hier jetzt ab? Hätte die zwei Musik... Es hat zwei Musik abgespielt in einer Reihe. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's dann ab in den Wundertunnel. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Und ciao, euer Red Pocketendo.